und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um diesen Trabi. Den habe ich jetzt schon ein bisschen länger rumstehen, der ist schon ein bisschen eingewachsen, hier ist schon Dreck drauf. Wir müssen jetzt erstmal komplett freiräumen und dann erstmal versuchen mit einem Gurt hier rauszuziehen. Was gibt es dazu zu sagen? Der wurde mindestens 30 Jahre ungefähr nicht gestartet. Das ist noch ein alter 6 Volt aus Baujahr 1968. In einem eigentlich ganz schicken Zustand. Ich meine, der hat jetzt ein bisschen gelitten, weil er hier eine Weile lang rumstand. Der Lack ist nachlackiert worden, was nicht unbedingt schön ist, aber das stört mich nicht. Den will ich selber fahren und ja, dafür war er relativ günstig. Genau, was haben wir jetzt für ein Problem? Der muss in unseren Transporter rein, damit wir den quasi zu unserer Werkstatt bekommen. Aber das innere Rad ist fest, der läuft auch nicht. Wir haben auch keine Startversuche unternommen. Der hat auch nur eine 12 Volt Batterie mit. Hat leider auch noch einen Platten genauso auf dem Rad, wo er nicht dreht. Richtig. Ist ein bisschen doof, aber ist eigentlich nicht so weiter schlimm. Weil dadurch, dass es sich eh nicht gedreht hätte, juckt es nicht, dass keine Luft drauf ist, da schleift das halt dann. Wir versuchen jetzt mit dem Auto hier rauszuziehen. Hier ist übrigens der Mucht drauf. Das war, ja, keine Ahnung. Ich will machen. Das ist hier drauf gelandet. Die Platte hier muss weg. Die können wir mal wegstellen. Ich sehe, werde hier dran gestellt. Ja. Fast wie neu. Und ja, was ist eigentlich das Ziel? Der muss TÜV bekommen. Wir haben Zeit ungefähr anderthalb Wochen. Also wir müssen dann nur noch den zulassen nächste Woche. Sprich, es wird extrem knapp. Es ist auch viel zu machen an dem Ding. Also es geht schon dabei los, die Scheibenwerfer müssen getauscht werden, die komplette Elektrik muss auf 12 Volt umgebaut werden. Von wann ist der? 1968 hatte ich vorhin schon, genau. Vorhin schon gesagt, aber naja, kann man ja nicht dafür, wenn man einen dementen Kameramann hat. Genau, Fakt ist, wir ziehen ihn jetzt erstmal raus. Alles was technisch und so weiter ist, machen wir dann, wenn es soweit ist, sag ich mal, wenn er in der Garage ist. Da versuchen wir den dann zum Laufen zu bringen. Jetzt geht es nur darum, den heute irgendwie hier zu bergen und ja, holen wir mal das Auto und Spanngurt und ziehen das Ding mal raus. So, also da haben wir schon draußen. Das ging eigentlich relativ problemlos. Einzige, was schleift, ist halt wie gesagt das innere Rad vorne. Ja, Bremsen hat er aktuell keine mehr. Nur noch die Handbremse. Wir müssen jetzt sehen, wie wir den dort reinbekommen. Wir haben zwei Rampen mit. Das wird er aber nicht von selber machen. Ich habe jetzt zwei Optionen. Also eigentlich, wo mein Plan ist, dort geht es ein bisschen bergab, den Transporter dort runter zu uns hinstellen, dann die Rampen hinzulegen. Und dann jetzt hier noch die Batterie reinzubauen, den Magnetschalter gegen einen 12 Volt gleich zu tauschen. Dass wir den rausorgeln können. Das Gute ist, dadurch, dass hier jetzt der Auspuff nicht drin ist. Und ja, es ist alles hier freier, sag ich mal, Spielraum. Und wir können relativ problemlos eigentlich die Batterie reinsetzen. Den Anlasser wechseln, genau. Das sind eigentlich nur die zwei Schrauben hier, müssen wir gucken. Ich sehe bloß gerade, dass es sein kann, nee, das wird nicht passen, das ist ein anderer Anlasser. Das ist kein normaler Trabi-Anlasser. Echt? Guck mal hier, der sieht anders aus hier. Und der Magnetschalter auch. Also, nee, das wird man ich habe einen kompletten Anlasser mit. Also wir können ihn auch komplett wechseln. Oder wir scheißen jetzt drauf, weil wir den 6 Volt eh nicht mehr brauchen. Ich bin halt gar nicht sicher am Ende. Ende wurde der auch mal auf 12 Volt umgebaut schon. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht. Nee, das wollen wir schon. Also die Spulen hat man, glaube ich, mal geschaut. Ja, Spulen sind 6 Volt. Der Anlasser sieht halt komisch aus, weil das ist kein. Ich weiß nicht, am Ende ist das von einem anderen Auto tatsächlich. Aber das kann auch einfach sein, dass die 68 so aussahen. Das ist ja ein Alter. Also ich habe in dem Alter noch keinen gehabt. Wir können ja einfach mal die neue Batterie reinsetzen.
und gucken. Mir ist es eigentlich relativ egal, weil 6 Volt fahre ich persönlich gar nicht. Ob der Magnetschalter mir jetzt durchfeuert oder nicht, sei es drum. So, also wir schließen jetzt die 12 Volt Batterien, 6 Volt Trabi an. Sollte man nicht machen, wenn man vorhat, den Trabi jetzt sofort zu starten. Da das jetzt mir die Elektronik hier drin ziemlich wurst ist und ich hoffe einfach nur, dass es jetzt keinen Kabelbrand gibt. Feuerlöscher liegt hier übrigens drin. Machen wir das jetzt einfach. Die Lampe leuchtet ein bisschen heller als normal. Herrlich. Gut. Funktioniert. Gar nicht schlecht. Das ist schön. Elektrik. Aber jetzt schon mal das. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Jetzt fahren wir den Transporter runter. Den da. Lampen dran. Und dann schieben wir das Ding dorthin und versuchen das reinzuschieben. Wenn wir es mit Schieben nicht schaffen, dann machen wir es mit dem Starter. Ja, los geht's. Stopp! Ja. Bin mit dem Rad in so. Ja, bist du. Alles gut. So, also wir haben den jetzt schon mal hier so weit hochgeschoben bekommen. Jetzt ist es hier hinten ein bisschen eng, aber das zeige ich euch jetzt mit dem besten gar nicht. Das da wird nur wieder gemeckert. Wir versuchen jetzt mit Anlasser und Schieben das Ding reinzubekommen. Fabrizio, setzt du dich rein? Oder Gustav, du machst das. Du weißt, ich hab's. Zwecks. Ja, ich weiß nicht, ja, gut, dann, genau. Dann mach ich es hochgeladen und geklaut. Alter, das ist komisch. Sonst bin ich wieder so böse. Ja, nee. Können wir mit Schieben. So, wir machen mal. Jetzt hier. Ich mach die Handbremse aus. Ja. Mann. Hier müsste erster Gang drin sein. 3 zu 1 oder? Ja, Achtung. Ja, los. Ja. Oh, und dann steht. Ah, stopp, stopp. Hast du überhaupt den Transporter in der Kombi? Dieser Trabi ist nicht zu lang. Hier hinten. Und hier kommt die Tür hin. Ja, die Dinger könnten ein bisschen, aber. Nein, das passt. Das passt perfekt. Auf den Millimeter. Die Tür geht ja aber bis hier hin. Auf den Millimeter passt das. Ja, dann müssen das Ding hier abkanten. Es kann sein, dass das Ding im Weg ist. Wir müssen gucken, ob wir noch mehr überspannen. Ab ohne drin. Ja. Wieder abschrauben. Ich bin eigentlich gut gewesen in der Zeit. Super, das also. Passt. Ja, na, so, Abbau. So, das Abladen hat auch gut geklappt. Aufladen hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Ja. Was gibt es jetzt zu tun? Also wir haben jetzt gerade die Hebebühne noch nicht frei, sprich wir können jetzt mit anderen Sachen anfangen, und zwar Elektronik. Wir müssen so manche Sachen tauschen auf 12 Volt, fängt an mit den Zündspulen. Der Anlasser hat zwar jetzt funktioniert, aber wir wissen ja, dass es ein 6 Volt, also höchstwahrscheinlich ein 6 Volt Anlasser sein wird. Entsprechend sollten wir den auch umbauen. Ein Auspuff muss wieder dran, der ist ab. Luftfilterkasten fehlt, liegt glaube ich aber alles im Kofferraum. Wir müssen jetzt erstmal auch gucken, wie wir den Tank aufbekommen, denn der lässt sich nicht öffnen. Das haben wir schon versucht mit aller Kraft. Ich denke mal, ich werde mir jetzt einfach eine große Zange nehmen irgendwie oder mal gucken. Vielleicht mit einem Lederriemen oder so, dass wir den irgendwie aufbekommen, um uns da schon mal einen Eindruck zu verschaffen. Also er scheint nicht durch zu sein, das ist schon mal gut. Sprich, theoretisch ist er reparabel. Falls nicht, dann muss er einfach neu gekauft werden, weil wir jetzt nicht so viel Zeit haben. Das kann eigentlich so bleiben hier, weil das ist eigentlich ganz geil. Da hast du halt einfach statt dieser blöden elektrischen Pumpe. Willst du einen Schluck? Alter, ist das eklig. Bis der Schleim hängt dran. Das muss natürlich raus. Aber hat man einfach dieses Ding und da kann eigentlich nicht viel passieren.
Bremsen machen wir dann, wenn er auf der Hebebühne ist. Der bremst sogar noch tatsächlich. Also wir haben noch Druck. Die Flüssigkeit ist noch ziemlich voll. Was ziemlich erstaunlich ist. Also prinzipiell, die Bremszylinder scheinen noch dicht zu sein. Sind halt bloß festgegammelt. Muss auf jeden Fall aufgemacht werden. Ich habe aber auch alles neu da und ich denke, ich werde es auch neu machen. Ja, weil so alte Bremszylinder ist immer so eine Sache, die versagen die dann gerne. Werden undicht und dann hast du keine Bremsen mehr. Wir wollen damit relativ weit fahren. Das ist ungefähr, ja, ich sage mal bestimmt 1000 Kilometer in 2 Wochen. Und da müssen wir schon sehen, dass wir da auch alles ordentlich gemacht haben bis dahin. So, jetzt mal gucken, was mich ein bisschen wundert ist. Hier kommt ja normalerweise der dicke Schlauch raus. Aber der hat irgendwie so, das ist ja die, von der Heizung kommt das ja normalerweise. Und der geht normalerweise nach vorne, aber hier sehe ich nichts. Also ein bisschen üblich, unüblich. Normalerweise ist ja hier so eine Gegenaufnahme. Ich weiß auch nicht. Ist das Blech hier? Ja, doch, das Blech bei dem. Ich dachte gerade, es war Plastik, weil das hier so dick ist, aber das ist nur irgendwie, hier ist noch irgendwas drunter, keine Ahnung. Ja, wir haben halt hier das Teil. Vielleicht liegt das noch im Kofferraum, was hier fehlt. Ja, entrostet werden muss soweit, ist eigentlich Rost geht, das Ding hier, ja, okay, das kann man ja machen. Drahtbürste bisschen, die Federn, Fett einschmieren. Hier unten, Hauptrahmen und so weiter, Rahmen ist der karossentechnisch echt gut, also kann man sich eigentlich wenig beschweren. Der hat eigentlich keinen schweren Rost, soweit hier im Innenraum auch nichts Wesentliches, ja. So, irgendwas. Es sieht ein bisschen komisch aus, aber es ist, glaube ich, nicht weiter schlimm. Das ist so ein Buckel. Aber das ist. Hier ist so rostig, aber es ist nicht durch. Hier ist so eine Stelle, da war bei der andere ja durch, aber ist auch noch okay. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen verschleifen, ein bisschen behandeln. Ist soweit in Ordnung. Ansonsten, ja, die Sitze und so, alles nicht unbedingt schön. Muss uns aber nicht weiter interessieren. Okay, gut, ich sehe jetzt schon, hier ist der Luftfilterkasten. Der Auspuff ist da, das Teil ist da. Ja, soweit nicht schlecht. Also eigentlich, glaube ich, sind alle Teile da. Dort ist noch Bordwerkzeug, ein paar Zündkerzen. Ja. Genau, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Gucken, ob wir den Tank aufbekommen. Tauschen die Zündspulen. Sagen wir mal, das ist das Minimalste. Tauschen vielleicht auch gleich den Anlasser komplett gegen den anderen, dass wir ja damit keine Probleme bekommen. Ja, und fangen einfach mal damit an. Der nicht drehen lässt, mal versuchen wir es mal so. Boah, guck mal, siehst du, das geht ein und frei. Hebelgesetz. So. Genau. Ich sag's ehrlich, ich hätte es schlimmer erwartet. Ist eigentlich gar nicht so übel. So, wir schrauben jetzt gerade den Tank raus. Einfach um den mal auszukippen, das sauber zu machen vielleicht. Und uns mal genau anzuschauen. Da muss auch ein neuer Sieb rein, da habe ich neue da jetzt. Die Leitung müssen wir auch wechseln, die ist nämlich steinharte. Zündspulen haben wir 2 Stück gefunden, die hier rein passen perfekt. Die tauschen wir auch gleich mit aus und Anlasser können wir an sich auch gleich wechseln. Dass wir damit schon mal angefangen haben. Dann, ich denke mal morgen oder so, werde ich dann alle Lampen machen. Also mal gucken, ob die Hebebühne dann frei ist. Sieht aktuell nicht so aus. Dementsprechend morgen erstmal alle Elektrik, Lampen und so weiter wechseln. Den Innenraum schon mal ausräumen, Auspuff hier wieder dran bauen. Und ja. Jetzt bringen wir aber erstmal zum Laufen. So, Zündspulen sind getauscht. Wir wechseln jetzt gerade den Anlasser. Ja, gibt es nicht viel zu sagen. Einfach nur die 2 Schrauben, das Ding ab. Brauchst du eine Warnschlüssel? Die Kabel ab und ja. Dann ja, ist der schon raus. Und danach bauen wir auch gleich den Schalldämpfer wieder dran. Ich weiß nicht, warum er abgebaut war. Keine Ahnung. Vielleicht wurde er einfach nicht fertiggestellt. Das Ding ist ja scheinbar restauriert worden. Jetzt nie professionell, aber es wurde auf jeden Fall aufgebaut. Ich sag mal, hier hat jemand einfach nur alles lackiert, ne? Alles ist blau hier an dem Ding. Das Ding hat definitiv keinen Sammlerwert. Aber als Alltagsauto, beziehungsweise zum selber fahren,
genau das Richtige. Ja, kannst an sich ein bisschen runterrocken. Sich eine solide Basis, aber nichts, wo man drauf aufpassen muss. Kann man einfach mitfahren. Der Zustand ist eh ein bisschen rappig und ja. Soweit, ganz geil. Scheint aber auch wirklich, also wenn man sich den Motor anguckt, wenn du dir einen Trabi-Motor anguckst und der ist hier alles sauber, ne, und hier nicht irgendwie komplett zugeschlammt, ist es ein sehr gutes Zeichen, dass der Zustand von dem Auto nicht schlecht ist. Auch wenn man hier aufs Lenkgetriebe schaut, das sieht relativ clean aus. Die Manschette ist gut. Soweit die Gelenke, wenn man sich anguckt, sieht alles nicht schlecht aus. Also an sich alles gut. So, wir haben Anlasser gewechselt. Gucken mal, ob er geht. Und gleich mal mit Ölvergabe. Dreht auf jeden Fall. Ist aber auf jeden Fall schon mal. Was halt komisch ist, dass er das nicht. Achso, wir müssen auch Vollgas geben. Geh nochmal rein, gib mal Vollgas. Vollgas geben und dann nochmal orgeln. Warte. Ja. Weiter. Länger. Ja, war so drin, wie das aussieht. Ja, kannst noch ein bisschen. Gut. Ja, lass erstmal. Auf jeden Fall ein bisschen Öl jetzt gezogen. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Motor noch gut ist, weil irgendwie habe ich das Gefühl, der saugt nicht an. Ich habe jetzt kurz mal die Kerzen rausgehabt, mal ein bisschen Öl noch in den Zylinder gepackt, ein bisschen Benzin jetzt in den Zylinder direkt, um einfach mal zu schauen, ob er jetzt, also Funken hat er jetzt eigentlich, ob er jetzt theoretisch anspringt. Okay, ein schlechtes Zeichen. Ich habe das ja umgedreht und mal einfach mal gucken. Also hat, glaube ich, schon was gemacht. Der hat sich auf jeden Fall gut angehört. Das war auf jeden Fall nicht scheiße. Ja. Das klingt gar nicht gut. Bitte. Ja, also wir haben jetzt den Vergaser gereinigt. Tank haben wir jetzt dran mit Schlauch. Und ja, ich habe jetzt gerade irgendwie nicht viel Hoffnung, dass er anspringt. Aber wir versuchen es dennoch mal. Da passiert was, ja. Der kam aber. So, kurz vorm Verzweifeln gewesen. Wir haben jetzt nochmal einen Punkt gefunden, der ein guter Grund dafür sein kann, dass er nie angesprungen ist. Ich habe georgelt und Carly meint plötzlich, also mein Bruder, meint plötzlich, der Motor dreht rückwärts. Ich meine, hä? Wie kann das sein?
So, und jetzt haben wir geguckt, es hat sich herausgestellt, dass der Wartburg und Trabantanlasser genau gleich aussehen, allerdings andersrum drehen. Und wir hatten ja, als wir von 6 auf 12 Volt umgebaut haben, einen Wartburganlasser eingebaut. Sprich, Motor hat verkehrt rumgedreht. Erklär doch, warum er so komisch angesaugt hat, dass alles nie richtig hingehauen hat. Jetzt dreht er richtig rum. Gucken wir mal, ob er anspringt. Ja, gute Deckung. Okay, trotzdem nicht. Okay. Okay. Freunde, wir haben es tatsächlich jetzt noch geschafft, den zum Laufen zu bringen. Ihr habt es ja gesehen im Video, nach einer Weile sprangen wir dann an. So einen dummen Fehler muss man auch erstmal machen. Ich dachte schon, dass der Motor irgendwie kaputt wäre. Irgendwas mit den quasi Rotationsventilen, die da drin sind. Aber tatsächlich lief auch relativ gut, nachdem sich das ganze Öl, was wir da reingekippt haben, verbrannt hatte. Warum sieht er jetzt hier so zerlegt aus? Wir haben jetzt schon angefangen, mal alle Bremstrommeln runtergenommen, haben uns dafür extra diesen Abzieher besorgt, denn bei den älteren Modellen haben wir hier noch einen Konus und der hemmt sich immer so unglaublich fest, dass man die auf keine Art und Weise als mit diesem Abzieher abbekommt. Auch so ist es schon schwierig, wir haben hier uns richtig auf einen langen Schlüssel drauf stellen müssen. Wir hatten das hier unten verkeilt und übelst mit Kraft diesen Abzieher und dann ist es irgendwann, knallt es dann immer und dann ist das Ding ab. Also die sind jetzt alle ab. Was haben wir noch gemacht? Wir haben den Innenraum komplett leer gemacht. Heute ist Samstag und Dienstag muss der beim TÜV stehen. Da muss alles hier gemacht sein, was TÜV-relevant ist. Dementsprechend, wir haben jetzt hier auch schon mal alles rausgehauen. Elektronik haben wir auch schon ein bisschen angefangen. Unter anderem haben wir, ich zeige euch das mal, hier vorne schon die 12-Volt-Lichtmaschine eingebaut. Den Scheibenwischermotor 12 Volt, den haben wir auch schon komplett angeschlossen und den Schalter innen getauscht. Dadurch hat, also der funktioniert jetzt schon einwandfrei. Wir haben schon ein bisschen mit dem Licht rumgebastelt, hier andere Birnen reingemacht und so weiter. Das hat noch nicht alles funktioniert, ist aber alles auf irgendwelche schlechten Kontakte zurückzuführen. Also ich glaube, auf der Seite ging alles einwandfrei, hier ging das Abblendlicht nicht. Da müssen wir nochmal uns rantasten. Die Lampen haben wir schon getauscht, also die Reflektoren, die waren nämlich total im Eimer. Damit hätte man definitiv keinen TÜV bekommen. Und ja, soweit, so gut. Anlasser hat man dann ja noch gewechselt, da ist jetzt ein 12 Volt Anlasser wirklich für ein Trabi drin und kein Wartburg Anlasser mehr, sodass es eben wo richtig rumdreht. Und was haben wir noch gemacht? Wir haben angefangen, die Zündung umzubauen. Hier ist jetzt schon die EBZA Grundplatte drin, das muss aber noch alles verkabelt werden. Und genau, dass wir die Unterbrecherzündung raus haben. Wir haben vor den am Dienstag quasi zum TÜV, dann wird er am Donnerstag angemeldet. Ich habe noch ein bisschen Puffer gelassen, falls der TÜV noch irgendwas will, dass wir das noch machen können. Und der dann Mittwoch spätestens dann seinen TÜV bekommt. Donnerstag soll er dann angemeldet werden und am Samstag fahren wir dann los auf eine große Tour.
mit dem hier und unserem anderen Trabi. Genau. Und ja, bis dahin muss er fertig sein. Dementsprechend absolut Zeitdruck. Wir beeilen uns. Die Bremsen haben wir jetzt mal zerlegt. Also vorne, die sind auf jeden Fall völlig im Eimer. Hinten, die haben zwar noch funktioniert, aber kommen auch neu, einfach aufgrund des Alters. Und weil wir nicht wegen sowas irgendwie eine Panne haben wollen. Ich habe einen kompletten Satz hier da. Das ist der eBay-Satz. Ich muss sagen, ich habe nichts gegen diesen eBay-Satz. Ich fahre den, habe den schon in mehreren Trabis verbaut, eigentlich ohne Probleme. Also es gibt ja immer Leute, die sagen, dass das totaler Müll ist. Ich habe jetzt hier auch mal die Bremstrommel von vorne. Wenn man das jetzt mal hier reinsetzt, sieht man, dass das eigentlich ziemlich gut passt. Ich meine, der Radius ist nicht hundertprozentig perfekt. Wir sehen hier, ist es minimal abstehend, aber man muss ja auch sehen, dass es von den Seiten drückt und dementsprechend das eigentlich auch noch hier mehr oder minder dann sich ein Stück ranbiegen kann. Ne? Also klar, es ist relativ fest, aber ja, es ist nicht komplett verkehrt. Die Trommeln müssen wir allerdings minimal nochmal ausdrehen, also die sehen ja nicht mehr so einwandfrei aus. Deswegen fahren wir dann gleich zur Drehbank und drehen die alle mal innen aus. Wir nehmen nicht viel weg, nur minimal, dass wir eben den Radius nicht zu sehr verändern und die halt einfach wieder schön glatt sind und dann auch ordentlich bremsen. Genau, soweit so gut. Man hat bei diesen Bremsbelägen halt immer eine minimale Einfahrzeit, ne? Das passt sich dann ja über die Zeit an. An der Stelle in der Mitte schleift es dann immer mehr, erst mehr, außen dann erst weniger und dementsprechend nutze ich das innen ein bisschen mehr ab und dann nach 100 Kilometern oder was weiß ich, hat sich das in der Regel eingefahren, wenn man ein bisschen gebremst hat. Wichtig ist eigentlich nur, dass die Werte gleichmäßig sind auf beiden Seiten. Die Werte erfüllen würde auf jeden Fall, weil umso mehr du aufs Pedal gehst, umso mehr bremst du ja. Dementsprechend sollte das dann eigentlich kein Problem für den TÜV werden. Ich habe auch schon Trabis gehabt, genau diesen Belegen, beim TÜV gar keine Probleme gehabt. Und ja, genau, hinten selbe in grün. Die Belege, es sieht alles nicht mehr schön aus. Dementsprechend, man sieht das auch hier, das ist jetzt ein originaler Belag, ne? Hier ist er dünner, da ist er dicker. Also es ist normal, dass die Belege immer ein bisschen sich einfahren müssen und sich in der Mitte eben zuerst abnutzen. Vor allem, wenn du keine neue Trommel mehr hast. Die Trommel arbeitet sich ja auch von selber mit der Zeit aus. Ja, ist aber, wie gesagt, eigentlich normal und dementsprechend auch nicht wirklich problematisch. Das muss jetzt alles raus, dann schob man ja alles mit der Drahtbürste ab, machen alles neu und genau, dann kommen die ausgedrehten Trommeln drauf. Sollte dann wieder in Ordnung sein. Ja, was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nichts erstmal. Wir machen hier weiter und ich melde mich gleich nochmal zu Wort, wenn wir hier irgendwas geschafft haben. Bremse hier hinten ist jetzt soweit auch zerlegt. Vorne habe ich sie schon soweit fertig, also alles raus, abgeschliffen, entfettet und einfach ein bisschen Lack drauf, damit das nicht gleich wieder anfängt zu rosten. Ist keine langfristige, also ich sag mal, es wird immer wieder anfangen, aber man macht die Bremse auch immer mal und macht man es halt wieder von vorne. Zur Erfrischung gibt es jetzt an so einem warmen Tag erstmal etwas eiskaltes WD-40. We'll be right back.
Bremsen sind alle wieder dran, Räder sind wieder dran. Wir haben jetzt doch einen neuen Tank gekauft, weil der alte wirklich sehr rostig war und wir da schon wieder Probleme hatten. Ich habe ein neues Schwimmernadelventil reingebaut, damit uns der Vergaser nicht weiter überläuft. Gestern haben wir es fast geschafft, das Ding abzufackeln, da der Kollege hier drin geschrubbt und irgendwas an dem Schalter rumgespielt. Der war dann mit dem Pluspol am Rahmen und da hat dieses eine Kabel, was ich jetzt gerade hier versuche rauszufummeln, sich massiv erhitzt und hat alles angefangen zu qualmen. Und schnell die Batterie abgeklemmt und ja, jetzt muss ich das hier rausfummeln, deswegen schneide ich gerade den ganzen Kabelbaum auf, diese ganze Kacke, die hier drumherum ist, braucht eh kein Mensch. Ist eh nur hinderlich bei der Federsuche. Und genau, deswegen, dass wir das Kabel rausmachen. Ich denke, das ist einfach das, was hier unten zur Lichtmaschine geht und dann oben direkt am Lichtschalter an der 30 dran ist. Halt einfach unser Pluskabel. Das können wir eigentlich ganz einfach tauschen, sollte kein Problem sein. Und dann sollte ich auch nichts mehr abfackeln. So, also wir haben das Auto jetzt soweit hoffentlich fertig. Also Elektrik ist komplett umgebaut, hat alles soweit funktioniert. Wir haben jetzt noch die EWZA angebaut. Versuchen das Ganze jetzt nochmal zu starten. Das können wir mal hier vor Reebok dran stecken. Okay. Das ist jetzt hier nicht so hässlich rumbaumelt. Hier müssen wir uns nochmal angucken, wie wir das mit den Schläuchen machen. Das hat nämlich so nicht gepasst. Jetzt geht das hier nicht drauf wegen dem. Da muss das Teil wahrscheinlich anders rein, irgendwie andersrum. Mal sehen. Wir machen mal einen Teststart, würde ich sagen. Die Box müssen wir irgendwie dann noch festmachen. Die ist jetzt noch locker, genau. Ja, die irgendwie festmachen. Kriegen wir schon fest. Ja, dann machen wir an die Kiste. Kann natürlich jetzt ein Flop werden, das geht nicht. Ja, wird mal sehen. Was ist denn das für ein Flop? Alles wird schon abgegangen, das ja. Ich würde jetzt noch 4 Stunden hier rumpacken. Herrlich. Ja. Oh ja. Alter, stand das? Das ist ein bisschen Sparmanase. Ja. Ja. So ist es wieder an. Funktioniert. Top, top, top. Licht geht. So, besonders erfolgreich war die erste Probefahrt nicht. Erstmal irgendwie ein Spritversorgungsproblem. Müssen auf jeden Fall den Vergaser nochmal aufschrauben und uns das Schwimmerventil nochmal angucken. Das ist bestimmt verstellt oder irgendwas. Kommt auf jeden Fall nicht richtig Sprit rein, habe ich das Gefühl gehabt. Was war noch? Lief nur noch auf einem Zylinder. Läuft immer noch nur auf einem Zylinder. Irgendwie haben wir nur noch einen Funken. Und zwar jetzt bei der Kerze, vorher war es die, ich habe die zwei Kabel vertauscht. Die zwei Kabel ja vertauscht. Und dann hat sich's genau umgekehrt. Sprich, Steuerteil kaputt oder unten die Grundplatte. Komisch, weil es hat funktioniert. Und dann plötzlich nicht mehr. Ich tausche jetzt mal das Zündsteuerteil aus und gucken mal, ob es dann wieder geht. Ich habe noch ein anderes da liegen, das hoffentlich dann funktioniert. Mal gucken. So, der Motor lief jetzt wieder. Ich habe das Zündsteuerteil gegen ein, sag ich mal, repariertes getauscht, wo wir mal den Elko hier oder beziehungsweise Transistor getauscht haben. Und ja, danach funktioniert es wieder. Ich hatte noch eine Kerze gewechselt. Ich muss eigentlich nur noch das Ding hier wieder richtig ordentlich einbasteln. Und ja, dann wäre das soweit fertig. Dann muss ich nochmal den Vergaser mir angucken, weil er hat ja gestern nicht ordentlich Sprit bekommen. Der Kollege kümmert sich jetzt gerade eben noch um den Unterboden, dass der noch ein bisschen entrostet wird. Hier sind ja noch so ein paar Stellen, wo es ein bisschen, rostig ist.
Und ja, wenn wir das gemacht haben, machen wir nochmal Probefahrt und gucken, ob es dann wieder gleich ausgeht oder ob er dann ein bisschen länger fährt. Okay. Ja, also wir haben jetzt gerade eine Probefahrt. Probleme sind alle behoben. Bis jetzt fährt er sich sehr gut. Lenkung ist ein bisschen steif. Das können wir uns nochmal anschauen. Aber sonst, ja. Mach mal ein bisschen langsamer. Hier könnte ein Blitzer stehen. Steht, glaube ich, kein Blitzer. Doch. Wirklich? Ja, manchmal. Du musst ja vorsichtig sein. Hier, ich rase immer mit 100 lang. naja, jedenfalls soweit. Rotortechnisch läuft super. Getriebe lässt sich gut schalten. Bis jetzt keine Pannen mehr gemacht. Und ja. Lenkrad ist halt noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Morgen ist TÜV. Wir haben es gerade so geschafft, denke ich mal. Elektrisch hat eigentlich soweit alles funktioniert. Das reparieren wir gleich nochmal. Und ja, ich bin relativ zufrieden, dass es jetzt alles so noch geklappt hat. Also, war ja kurzfristig, wir haben ja Freitag angefangen, heute ist Montag und morgen ist TÜV. Und das Ding stand vorher 30 Jahre rum. Ich denke mal, es ist eine Leistung, die sich sehen lassen kann. Und, ja. Wir haben uns mal wieder übertroffen. Haben uns mal wieder selbst übertroffen. Naja, es ist halt wirklich so Arbeit ohne Ende. Ne? Ich habe früh bis abends dran gearbeitet, jetzt das ganze Wochenende. Aber ja, ich denke mal, soweit läuft er jetzt so gut, dass man damit noch eine Tour machen kann. Ja, mal schauen, ob die Tour auch dann gut durchhält. Ich kann ja noch mal ein paar Fahrten von der Tour einblenden, ein paar Videos. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Oder wenn er morgen kein TÜV bekommt. Tschüss. So, also ich melde mich doch nochmal. TÜV ist nicht bestanden worden. Woran lag's? Sechs Sachen waren. Eigentlich nur Kleinigkeiten. Jetzt sage ich mal irgendwas ein bisschen Größeres und ja, gucken wir uns mal an. Also, irgendwas wurde bemängelt, hier die Benzinleitung, die geht jetzt quasi hier durch und liegt hier am Rahmen an. Und die soll quasi hier nicht scheuern. Da machen wir dann noch einen Stahlflex drum. Sollte das behoben sein. Das war eine Sache. Andere Sache, auch Kleinigkeit. Hier die Schraube hat gefehlt, die habe ich jetzt reingemacht. Ansonsten, das ist unser großes Problem. Und zwar hier, hat hier dieses Lager ein bisschen Spiel. Kann ich jetzt hier gerade schlecht demonstrieren. Auf jeden Fall war das ausgeschlagen oder ist es ausgeschlagen. Müssen wir jetzt noch gucken. Ich hatte es gerade mal offen gehabt, mal gefettet und naja, ein bisschen was rumprobiert, aber das hat alles noch nie so richtig geholfen. Da müssen eigentlich diese Buchsen neu. Ich weiß immer noch nicht genau, wie man die rausbekommt. Ja, und jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir das handhaben. Ich habe jetzt jemand gefunden, der die Buchsen in der Nähe hat, wo wir die holen können. Dass wir morgen möglichst wieder dort stehen, morgen Vormittag. Dann noch eine Kleinigkeit war nur hier hinten die Bremsleitung, die ich gewendet habe, dass die hier am Rahmen quasi anlag. Die konnte ich einfach mit dem Finger jetzt so biegen, dass er nicht mehr anlegt und das wollte der nur. Also mehr war da nicht. Auch nichts Wildes. Und was auch noch ist, ist das Lenkrad und das müssen wir gucken. Also der meinte, das Lenkrad würde so nicht gehen, weil das wohl ja zu sehr weggegammelt wäre. Ich lasse es mal runter jetzt. Genau, und er meint halt das Lenkrad, weil das hier so dieses Plastik gebrochen ist und so, das wäre wohl nicht in Ordnung. Und ja, jetzt müssen wir halt sehen, wie wir das Lenkrad tauschen können. Problem ist ja, dass hier diese Verkleidung dran ist und wir jetzt erstmal gucken müssen, wie wir das hier rausbekommen. Ja, das Ersatzlenkrad haben wir. Ist halt ein neues, kein altes mehr. Kann man jetzt von denken, was man will. Ist halt jetzt so. Ich hätte halt eigentlich ganz gerne wieder so eins gehabt hier. Aber naja. Fakt ist, wir müssen es jetzt irgendwie hier rausbekommen. Und ja, das andere daneben mache ich heute Abend, denke ich mal. Genau. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. So, also ich bin jetzt gerade dabei. Das ist jetzt hier ein Ersatzteil. Das alte sah nicht mehr gut aus. Das ist jetzt diese Federgabel quasi. Hier haben wir eine neue Buchse. Die muss aber allerdings aufgerieben werden, weil die so jetzt hier gar nicht richtig drauf passt. Und jetzt habe ich hier so eine verstellbare Reibale. Und damit versuche ich das jetzt gerade. Geht auch eigentlich ganz gut. Muss aber daher noch ein Stück weiter reiben. Also ich habe noch nicht genug weggerieben. Und ja, jetzt mittlerweile sitze ich schon ziemlich locker. Ich werde jetzt einfach noch mal ein bisschen größer stellen. Und ja, mal gucken, ob es dann soweit passt. Weil hier im hinteren Bereich ist die irgendwie nicht mehr so geil. Ja. Deswegen stelle ich vielleicht ein bisschen größer einfach nochmal ein und dann sollte ich das damit auch noch entspannt hier fertig aufreiben können. Viel ist auch nicht mehr, also jetzt so geht schon knapp drauf langsam.
Bloß hier in dem hinteren Bereich kratzt die dann immer, weil die irgendwie, keine Ahnung, nicht mehr so einwandfrei ist. Hier sieht man nochmal den alten Schenkel, der war total rostig angegriffen. Der neue, das ist nicht neu, aber das hatte ich woanders ausgebaut, der sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ist noch schön glatt. Und ja. Sieht es ja, wie es das hier abreibt. Hier ist der ganze Abrieb davon. Und eigentlich muss die jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, relativ straff drauf gehen, aber natürlich auch nicht so fest, dass es sich gar nicht hier drauf drehen lässt. Also das sollte natürlich auch nicht sein, ne? Genau, deswegen, ich reibe mal noch weiter und wenn das Endergebnis fertig ist, dann zeige ich euch das nochmal. So, also wir haben die jetzt drauf. Was eben ein bisschen nervig ist, ist, dass der Stift hier oben ein bisschen dicker ist als hier unten. Deswegen ist es hier straff und hier unten ist es jetzt leichtgängig, sage ich mal. Er hat jetzt, naja, so ein minimales Kippelspiel, was eigentlich scheiße ist, aber die untere sitzt ziemlich straff. Sagen wir, bauen es mal so ein und wenn unser Spiel dann insgesamt weg ist oder so gering, dass es jetzt, sag ich mal, zu vernachlässigen ist, dass es für den TÜV reicht, ist das für uns ausreichend. Prinzipiell müsste man das Teil hier neu bzw. regeneriert sich besorgen. Ja, wo der Durchmesser quasi noch voll da ist. Die Reibale ist auch nicht ideal, weil das sind billige und die reiben nie hundertprozentig gerade, das heißt, hier sind Durchmesser größer als hier. Und ja, hat halt zur Folge, dass es immer ein bisschen konisch wird. Das heißt, wenn du das so rum drauf machst, ist es anders, als wenn du es so rum drauf machst letztendlich. Und ja, also so zum Beispiel kippelt es jetzt. Also die Seite ist dann irgendwie größer geworden hier. Ist jetzt so, aber naja, wir bauen es jetzt einfach mal ein. Hoffen, dass es soweit passt und unser Spiel danach nicht mehr vorhanden ist. Ja, mal gucken. So, im zweiten Versuch haben wir dann tatsächlich TÜV bekommen. Ja, jetzt ist für die Trabi-Tour nur noch die Räder zu machen. Da sind jetzt ja aktuell nur die Räder von unserem anderen Trabi dran, dass wir damit eben durch den TÜV kommen. Die neuen Reifen sind schon da, die Felgen haben wir auch schon, die sind jetzt gerade noch auf dem drauf. Ja, haben wir aber dabei Zeiten, denke ich mal, erledigt. Und ja, was wir noch zu machen, also das Problem ist jetzt aktuell noch, dass das Lenkrad schief steht. So steht das jetzt, wenn man geradeaus fährt. Ziemlich kacke, das Lenkgetriebe muss auch noch eingestellt werden. Also wir haben jetzt aktuell relativ viel Lenkspiel. Das, ja, lässt sich ja einstellen vorne. Genau, das müsste eigentlich noch gemacht werden. Und ansonsten sieht es aber eigentlich jetzt ganz gut aus. Soweit. Ich kann euch ja morgen mal noch die Räder zeigen. Und ansonsten war es dann auch schon für das Video. Vielleicht blende ich jetzt noch ein paar Videos von der Tour ein. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung und Kommentar da. Das war's dann soweit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.